Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es erneut über Pulveros und ich glaube, das Thema wird uns noch eine Weile verfolgen. Daher habe ich jetzt eine neue Serie, ein neues Format für euch gemacht, wo ich euch jeden Tag in einem neuen YouTube-Video, jeden Tag, ein Deck vorstellen werde, was gegen Pulveros absolut nicht verliert und teilweise sogar komplett dagegen immun ist, wo ihr euch sogar freut, wenn der Gegner einen Pulveros einfach abschmeißt, weil er damit Minus geht. Und ich habe jetzt erstmal 8 Decks mitgenommen, das sind also erstmal 8 Parts, jetzt kommt Teil 1 und da sind sowohl Tier 3 als auch Tier 2 als auch Tier 1 als auch Rogue Decks dabei und auf was ich sehr geachtet habe, ist natürlich der Preis der Decks. Ihr habt nämlich darauf geachtet, dass es sehr, sehr, sehr günstige Decks sind, also teilweise komplett Budget, teilweise ja so etwas teurer, aber im Endeffekt alle Decks, die ich euch vorstelle, sind für Yu-Gi-Oh! Verhältnisse relativ günstig und ich glaube das teuerste ist irgendwie bei 150 oder so, ich weiß gerade gar nicht genau. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Wir gehen dann mal heute rein mit dem allerersten Video, dem allerersten Deck, was ich euch vorstelle. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf 7 weitere freuen, die in den nächsten 7 Tagen kommen werden. Und wer Bock hat auf weitere Videos, gerne irgendwelche Ideen, falls ihr habt, was welche Decks vielleicht noch dagegen gut sein könnten, vielleicht neuere Decks rauskommen werden, gerne auch Bescheid sagen, einfach in den Kommentaren schreiben und wir machen da mehr. So viel dazu. Aber lasst euch mal überraschen. Aber eine Sache noch, bevor wir da reingehen. Bedenkt, wenn ich sage, dieses Deck oder diese Decks, die ich mitgenommen habe, die leiden kaum bis gar nicht unter Pulveros. Also Pulveros ist euch basically egal. Das bedeutet für mich auch, dass ihr selber Pulveros gar nicht spielen müsst. Also, warum ist das so? Ihr seid natürlich im Nachteil, wenn euer Gegner Pulveros spielt und ihr unter Pulveros leidet. Angenommen, ihr spielt ein Combo-Deck, lasst es Sprite sein und der Gegner schmeißt einen Pulveros und ihr denkt euch, ja, fuck, so, was mache ich jetzt? Ne? Bin ich angearscht? So. Ihr könnt das aber nicht ausgleichen, wenn ihr selber kein Pulveros habt. Vielleicht würdet ihr euer Turn einfach skippen, weil der Gegner Pulveros geworfen hat und ihr habt selber ein Pulveros in der Hand. Dann würdet ihr ihn in seinem Turn auch werfen, dann würdet ihr es ausgleichen. So. Da ihr aber jetzt mit den Decks, die ich euch zeigen werde, immun dagegen seid, finde ich, müsst ihr selber auch kein Pulveros spielen und spart euch damit 300 oder mehr Euros. Also, bei mir geht es gerade echt nur darum, immun sein gegen Pulveros, Decks spielen, die null Probleme mit Pulveros haben und damit auch einfach selber die Karte nicht spielen. Also ein Teil... Ja, also nicht ein Teil des Problems sein, sage ich mal, in dem Sinne. Klar kann ich niemanden übel nehmen, der Pulveros spielt. Also das ist Konami Schuld und nicht die Schuld der Spieler. Aber wie gesagt, ne, spielt die Karte einfach nicht, spart euch über 300 Euro und spielt ein Deck, wo ihr euch über die Karte nicht nur nicht aufregt, sondern euch sogar darüber freut, wenn der Gegner den abwirft, weil ihr euch denkt, ja cool, danke fürs Verschwenden einer Handkarte. Aber in dem Sinne, gehen wir jetzt mal rein. Also als erstes habe ich ein Deck mitgebracht, was ich... so für Tier 3 halte. Ich glaube, das ist dann immer so eine Meinungssache, ne? Ob man ein Deck jetzt Tier 3 als Tier 3 sieht, als Tier 2 sieht, als, keine Ahnung, Rogue. Für mich Tier 3 und wir fangen an mit Voiceless Voice. Also, Voiceless Voice ist wirklich ein unfassbar starkes, komplexes Deck, was aber für Anfänger sehr leicht erstmal zu lernen ist. Also die Grundkombo, sage ich mal, die ist sehr simpel zu lernen, die hat man in 5 Minuten drauf. Aber das Deck zu beherrschen, das ist wirklich sehr komplex. Also sehr, sehr hohes Skill-Ceiling, das Deck. Aber warum ist es so gut gegen Pulveros? Naja, ganz einfach. Wir beschwören eigentlich maximal ein Monster aus dem Deck. Und das auch nur, wenn wir mit Diviner starten. Wenn wir mit Diviner starten, müllen wir halt ein Trias und mit Trias opfern wir Diviner, was Diviners Effekt triggert und ihr beschwört dann halt zum Beispiel Lo aus dem Deck. Und dann hat man eine Beschwörung aus dem Deck. Cool. Herzlichen Glückwunsch, hat der Gegner einen Upstart-Goblin gehabt. Aber selbst das... muss gar nicht sein. Also je nachdem, wie die Hand aussieht, beschwört man teilweise auch gar nichts aus dem Deck. Aus dem Extra-Deck müsst ihr sowieso nichts beschwören. Das ist einfach nur ein Bonus, wenn man mal, keine Ahnung, in deiner Mondo oder so gehen will. Also, ja. Voices Voice, sehr starkes Deck. In-Engine Omni-Negate, Protection, Target Protection. Also wirklich richtig, richtig starkes Deck. Aber kommen wir mal zum Preis. Was kostet Voices Voice überhaupt? Also, wenn ich jetzt sage Voices Voice Core, dann rede ich wirklich von den Karten, die nur oder hauptsächlich in dem Deck gespielt werden. Das heißt, natürlich alle Voices-Voice-Karten, aber ich meine damit auch zum Beispiel sowas wie Anima zähle ich dazu oder ich zähle auch deiner Mondo dazu. Und was kostet das Deck denn jetzt eigentlich? Also, gucken wir mal, was es so kostet und wie es sich so im Preis verhält. Also, wir fangen mit der teuersten Karte an, was aber auch eigentlich auch die einzig teure Karte ist. Das ist wirklich eine extrem günstige Engine geworden. Lu, The Prayers of the Voices-Voice. Das ist eigentlich so das Herzstück des Decks, sage ich mal. Die kostet im Playset gerade 17 Euro. Sogar American, by the way, das ist echt günstig. Also 17 Euro für die, man, sagen wir einfach, abgerundet zahlen wir für sie 50 Euro im Playset. So, das war's dann aber eigentlich auch schon, basically. Dann haben wir einfach nur noch Zephira, die ihre 3 Euro kostet. Die ist dann, ja,
Ich meine 3 Euro. Also sagen wir nehmen davon auch Playset, bist du bei, sagen wir 10 und mit den 50, du bist ungefähr bei 60 Euro mit Lo und Saphira. Aber dann kommen nur noch wirklich extrem cheape Karten. Schauen wir Sauravis an, ist bei 2 Cent, brauchen wir gar nicht drüber reden. Skull Guardian, unser Omni-Negate, unser Boss-Monster, ist bei 80, 90 Cent, lass es 1 Euro sein, ne? Brauchen wir wahrscheinlich auch nur 2 Mal, aber meinetwegen nimmst du 3 Mal, kostet nichts. Gehen wir rüber zu Diviner, ist auch mittlerweile gerade mal bei 40, 50 Cent. Auch wieder gar nichts, ne? Das sind so essentielle Karten für das Deck, genauso wie Trias, der ist auch bei ungefähr 10 Cent. Und die anderen Karten, die blende ich euch gar nicht erst ein. Die blende ich euch gar nicht erst ein, weil die Voice-Zauberkarten, Fallenkarten und so weiter, das sind alles Commons und Super Rares. Und die kosten alle 2 Cent, maximal 10 Cent. Die kosten alle nichts. Ne? Das gilt natürlich auch für Dynamondo. Ne? Auch dank seinen Reprints, vor allem der war so Common, kostet die Karte auch rein gar nichts. Anima haben wir, können wir uns gerne hier anschauen. Anima hier aus dem EP24 in Quarter Century Sacred Rare 3 Euro. So, also das Deck ist unfassbar günstig. Wie gesagt, ich zähle die Staples nicht dazu, ausgehend davon, dass jeder Yu-Gi-Oh! Spieler, der aktiv Yu-Gi-Oh! Spielt, alle Staples so da hat, außer die teuren wie SP Little Knight. Muss man nicht unbedingt da haben, das kann ich verstehen. Aber so aus wie Ash Blossom oder Nibiru. Nibiru gehört schon fast zur Engine in dem Deck, sehr wichtig übrigens. Das sind alles Karten, die ihr da haben solltet. Und die werde ich jetzt bei einem Deckbuilding-Preis nicht berücksichtigen, weil ich finde, das hat keinen Sinn. Ne? Wie gesagt, Staples sind Staples. Die sollte man ohnehin da haben, egal was man spielen möchte. Und dann sollte man einfach nur, finde ich, die Core-Elemente des Decks einfach nur ausrechnen. Also ja, das ist eigentlich so, eigentlich alles jetzt was Voices angeht. Was ich aber noch sagen muss, ihr könnt das Deck gerne entweder mit Branded oder, worauf ich halt eher irgendwie Bock hätte, mit Dogmatica kombinieren. Also Dogmatica ebenfalls eine Engine, die kaum bis gar nichts kostet, brauchen wir nicht drüber reden, über die Preise. Ist wirklich, passt sehr gut hier rein. Wieder etwas, wo ihr nichts aus dem Extra-Deck beschwört. Und wenn, dann tut ihr es nur im Gegner-Turn, falls ihr halt Winder beschwören wollt. Also Dogmatica wieder eine ganz krasse Engine hier drin, kann ich euch empfehlen. Und noch eine Sache, wer Interesse daran hat, wirklich einen fetten, ich sag mal, boah, wie soll ich das genau erklären? Ich meine jetzt nicht nur ein Combo-Guide, sondern wirklich so jede Information zu jedem Game-State, sage ich mal, also zu jeder Spielsituation hat, wie man mit Voice-to-Voice umzugehen hat, wie man mit Voice-to-Voice allgemein zu spielen hat, woran man denken muss und so weiter. Ich bin sehr gut befreundet mit einem der besten, meiner Meinung nach, einem der besten Voice-to-Voice-Spieler Deutschlands, und das ist Joshua Lawson. Vielleicht werden einige von euch ihn kennen, der hat schon so einige Erfolge, Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, bla bla. Also, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es gerne kommentieren, eventuell setzen wir uns mal hin und nehmen mal mit ihm ein richtig ausführliches Video auf, wo man wirklich genau sieht, wie man mit dem Deck eigentlich zu spielen hat, weil glaubt mir, das Deck ist sehr, sehr komplex. Aber erstmal genug zu Voices Voice, machen wir weiter. Also ja, das wäre dann auch erstmal alles zu Voices Voice. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gerne, wie gesagt, wenn ihr mehr Infos wollt, kommentieren. Ich kann da was Schönes mit Joshua Lawson machen, dass ihr dann auch deutlich, deutlich besser versteht, wie das Deck funktioniert. Und ich freue mich auf jeden Fall, euch beim nächsten Video zu sehen, bei Teil 2 von Decks, die immun gegen Pulverrost sind. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Peace.